20 Jahre alt und das ist Calliope, 5 Jahre alt und wir sind schon ein Team seit Oktober 2017. Calliope ist eine Oldenburger Stute vom Gestüt Falkenhof und ein Jungpferd. Ich habe sie ausgebildet, bin darauf auch sehr stolz, weil das erste Jungpferd ist, was ich komplett ausgebildet habe selber. Macht sehr viel Spaß, mit ihr zu arbeiten. Ja, damals zum Reiten gekommen bin ich vor 14 Jahren auf einem Ponyhof in Leipzig. Habe dort die ganzen Basics kennengelernt, das war sehr spaßig, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Es war einfach ein Ausgleich zu allen anderen Sachen, die ich damals gemacht habe. Und dann wollte ich aber natürlich ein bisschen mehr als nur Ponys. Bin auf Großpferde umgestiegen und auf dem damaligen Hof, wo ich dann halt wirklich auch Spring- und Dressurunterricht bekommen habe, gab es dann auch Jungpferde, die angeritten werden mussten. Und das habe ich dann halt das erste Mal übernommen oder miterlebt. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, es ist sehr abwechslungsreich. Du lernst ihn halt wirklich alles vom Putzen über Songieren, über die Bodenarbeit. Und das ist was anderes, was ich so vorher nicht mitbekommen habe durch Großpferde, weil die das natürlich alles wussten. Es war für die selbstverständlich und macht mir sehr viel Spaß. Aktuell trainieren wir natürlich die Rittigkeit unter dem Reiter in allen drei Grundgangarten, dass sie auch über Stangen geht, was natürlich für Springen sehr wichtig ist, auch wenn die Stangen total bunt sind, wovor sie am Anfang auch ein bisschen Angst hatte. Natürlich auch Bodenarbeit, Longierarbeit, das ist mir sehr wichtig, einfach weil ich da eine abwechslungsreiche Arbeit mit ihr haben möchte, wo sie wirklich auch sehr viel Spaß hat. Sie geht da wirklich auf und man merkt wirklich, dass sie da Bock drauf hat, was natürlich auch sehr wichtig ist. Unser Ziel für diese Turniersaison ist, dass wir das erste Mal auf Turniere zusammenfahren, dass sie das kennt, dass das nichts Neues ist. Ob wir da schon Siege sammeln, wage ich zu bezweifeln, weil das halt immer natürlich beim ersten Mal ungewöhnlich ist und da sich erstmal wirklich eine Routine entwickeln muss. Und ja, nächstes Jahr hoffe ich, dass wir durchstarten können, gerade auch über den Winter dann nochmal mit einem Trainer zusammenarbeiten, dass wir da wirklich beide Dressuren springen, EA gehen können. Und ja, mal gucken. Ich bin wirklich sehr zuversichtlich und freue mich auf die Zukunft mit ihr.